Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Donnerstagabend hier in Enshrouded. Jo, wir sind immer noch unsere Schmiede am Schmieden. Und ich war ein bisschen fleißig. In eurer Abwesenheit habe ich jetzt hier schon mal einen wunderschönen urigen Holzboden verlegt und auch die Decke ist schon fertig. Na, das schaut schon mal ganz gut aus. So, ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle mal mit dem Innenausbau ein bisschen weiter. Wir machen es uns mal hier hübsch und gemütlich. Und das bedeutet, ich brauche natürlich eine Wärmequelle. Ne? Da haben wir ja einen Ofen, aber der Ofen, der sollte ja jetzt nicht unbedingt auf dem Holzboden rumstehen. Drum muss ich jetzt ungefähr wissen, wo bitteschön mein Schornstein ist. Ne? Warte mal. So, jetzt. Da würde ich sagen, wir nehmen uns mal das Stück hier raus. So, und dann habe ich quasi 1, 2, 3. 3 breit. Gut. Dumm, diedel, diedel, dumm, diedel, diedel. Dann sind wir doch schon zu Hause. So, das wird dann die Fläche ungefähr. Dann würde ich sagen, wir starten mal hier. Ich hau mir hier mal ein Stück auf. Zack, 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 zack. So, und das ersetzen wir dann schön mit Stein. Da reicht uns der grobe Steinblock. Von allem anderen habe ich eh zu wenig da. Wir schauen mal, wie das ausschaut. Hallo? Wo baut er hin? Achso, ich war die falsche Taste da. So. So. Diesen hier, diesen hier, diesen hier, diesen hier. Diesen hier, diesen hier, diesen hier, diesen hier. So, und jetzt haben wir da schon eine kleine Fläche. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie das ausschaut, wenn ich mir den Ofen dahin platziere. Da ist er. Das sollte eigentlich reichen, ne? So, hier. Hier so. So. Ein bisschen an die Wand ran. So. Das schaut doch ganz gut aus. Guck mal. Das schaut doch ganz gut aus. Es hätte vielleicht... Hätte das vielleicht noch ein Stück... Weiß ich jetzt nicht. Aber wir können hier ein bisschen tricksen, indem ich jetzt hier ganz einfach nur sage, wir machen natürlich, nehmen wir mal die 2 Meter Marke, diesen hier, und dann den groben Stein. Das müsste doch einigermaßen jetzt hier hinpassen, oder? Wenn nicht, muss ich den Ofen halt nochmal ein bisschen verrutschen. Warte mal. So. Guck mal, das lassen wir hier mal so reingehen. Zack. Und nebendran bitte auch. So, komm. Ich nehme mal das Einrasten aus. Vielleicht geht es dann einfacher. Ja. Zack. Und ich habe ja gesagt, 3 breit. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier noch einen hinsetzen. Zack. Und dann gehen wir hier mal runter. So, zack, zack und zack. Okay, gut, dann hätten wir das so weit. Dann würde ich vorschlagen, ja, ich muss das verrutschen. Das hilft mir nichts. Das hilft mir nichts. Ne, hilft mir nichts. Müssen wir ein bisschen verrutschen. So, bin ich auf Stein? Ja, bin ich. Das bedeutet, wir werden hier mal freihauen. Und das mit Stein auffüllen. So. Was ist hier? Nix, ne? Okay. Dann schnappe ich mir nochmal mein Kochdingsbums. So. Und setze den nochmal genauer hin. Dann gehen wir Tab. Dann gehen wir dahin. So. Wenn ich das jetzt hier so reinschiebe. Mhm. Schon besser. Schon besser. So, dann gehen wir hier wieder drauf und jetzt kann ich das doch eigentlich links und rechts mal ein bisschen auffüllen versuchen, oder? Das müsste doch klappen. Wenn wir das so haben. Weiter komme ich da nicht rein, ne? Ne, lässt er mich nicht. Schade. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Dann hätten wir das so. Kriege ich hier vorne noch... Eins drauf, ohne dass es irgendwie bescheuert ausschaut.
Und dann so vielleicht. So. Ja. Das ginge. Das ginge. So. Nee. Das so nicht. So nicht. So. Also ist schon wuchtig, ne? Für die kleine Hütte. Obwohl, es geht eigentlich. Das könnte man eigentlich so lassen. Warte mal, ich mach mal schnell das dazu. Zack. Das geht schon so. Ich will mal was probieren. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ja. Ja. Probieren wir mal was irgendwas anderes. Habe ich davon 18 Stück, habe ich davon noch. Ich meine, ist doch wurscht, ob das jetzt Holz ist. Oder, ne? Aber das schaut viel bestimmt. Ja, das schaut gut aus. So machen wir das. Warum bist jetzt du wieder so doof? Warum? Und warum ist es dann nicht hier? Okay. Jetzt. Oh, jetzt ändert es wieder so ein Ding. Das ist doch furchtbar. Das ist furchtbar. Passen. Ich mach das hier auch nochmal weg. So. Und setze es mal nur hier hin. Dann würde das schön ausschauen, aber kaum setze ich da hinten irgendwas dran, ist vorbei mit lustig. Ist das abhängig vom Material? Nee. Ist es nicht. Ja, dann lassen wir das so. Das ist halt so ein. Ja. Ist halt wie es ist, ne? So. Soweit, so gut. Hier ist es schön warm. Wie weit geht die Wärme? Bis hier? Nee. Nicht bis hierhin. Schade. Obwohl, ich könnte ja mein Bett eigentlich hier so hinstellen. So neben das. Das macht Sinn. Gut, dann holen wir uns mal mein Bett. Dum, 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 dum. Aber die Tür kann ich ja auch mitnehmen, ne? So, Bett aufnehmen, rübertragen und dann da rein damit. Dann muss ich ein paar Lichtquellen noch machen, damit es hier schön ausgeleuchtet ist. Aber zuerst stellen wir mal unser Bett auf. Stelle ich mir das so auf? Ja, ne? So. Hududu. So, ne? Geht das? Ja, das geht. Sehr schön. Ich kann, glaube ich, nur die eine Art von Türen machen, ne? Ha. So, also, wir nehmen mal das auf. Und dann nehme ich mir das auf. Dann nehmen wir das auf. Dich nehme ich auf. Du wirst aufgenommen. So, prima. Die Fackel kann ich auch gleich mitnehmen. Zack. So. Wo machen wir die denn hin? Ich muss halt ein bisschen aufpassen mit hier mit Holz oben dran, ne? Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Hier wäre es eigentlich relativ passend, wenn wir das so hier hin machen. Ich bin nicht so ein Freund, aber da müssen wir gucken, ob wir da noch irgendwie was anderes machen können. Aber vorerst, damit wir mal ein bisschen Licht in der Bude haben, ist das schon nicht schlecht. Gut. Dann. Warte mal, es ist ja Nacht, ne? Warte mal, ich hole uns mal ein paar Glühwürmchen. Dann äumeln wir jetzt erstmal hier die netten Herren mal zur Seite. Hallo? Na komm.
So, du und du bist auch gleich da. So. Jo. Oh, Rucksack voll. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Was habe ich denn hier drin, was ich nicht brauche? Diese blöden Pilze. Die finde ich auch in jeder Ecke. Deswegen sagen wir jetzt mal löschen. Was bist du? Du bist das komische Schild, was ich nie benutze. Hier, komm. Das kann weg. Ansonsten würde ich schon ganz gerne alles behalten. Wir haben jetzt zwei Slacks frei. Okay. Dann können wir hier nochmal gucken. Dann müsste das jetzt klappen. So. Tada. Tada. So, Glühwürmchen. Wo leuchtet ihr? Da. Hallo. Und hier. Hallo. So, dann war es das jetzt. Da drüben leuchtet es. Da leuchten sie gar furchtbar schön. So, ja. Oh, drei Herren gleich. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Okay, da drüben leuchtet noch was heller als hell. Schauen wir mal, was wir da haben. Okay. Plündern wir ein wenig. Ja, Fleisch brauche ich jetzt gerade nicht. Gut. Juti. Juti Beauty. Habe ich noch irgendwo Glühwürmchen? Da. Da sind sie. Oh, brauchen wir da wieder Metallschrott? Kann das sein? Irgendwas brauchen wir bestimmt wieder. Wenn man da leuchtet, auch irgendwas. Tot rum. Ja. Und Knochen brauche ich auch nicht. So, lass mal gucken. Hab ich richtig gesehen, dass sich da was bewegt hat. So, pass mal auf. Lichtquellen. Dachblöcke, Komfort, Lichtquellen. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Wir haben einmal das hier. Oh, Pflanzenfasern. Okay. Glühwürmchen. Okay. Habe ich nur vier? Hatte ich nicht noch irgendwo Glühwürmchen rumfliegen? Hier nicht, ne? Ne. Hier nicht? Hier auch nicht? Okay. Da erst recht nicht. Ich hatte doch irgendwo noch Glühwürmchen. Da. Da. Und wo habe ich sie hier? Da. So, 5. Okay, Pflanzenfasern. Da. Hier, komm, ich pack mal das mal schnell rüber. So. Verdammt. Jut. Und dann können wir jetzt mal hier 1. So, einmal. Boah, ich kann schon viele Glühwürmchen für so eine kleine Lampe, ey. So, wo steckt denn die Lampe? Da. Da steckt die Lampe. Was können wir noch machen? Das nehmen wir uns mal. Das nehmen wir mal. Das nehmen wir mal runter. Und dann hier noch die Kerzen runter. Und dann haben wir es eigentlich. Jo. Tada. Tada. Ich würde sagen, da stellen wir uns eine hier schön oben drauf als Deko. Aber irgendwie mag die Deko da nicht so. Wenn ich jetzt hier oben drauf steige, komme ich da höher? Nö. Schaut ein bisschen komisch aus, ne? Ich mach die mal hin und dann gucken wir mal. Oh. Ja, warum nicht? Ist okay. Das ist ganz okay. So, dann haben wir hier den Tisch. Den würde ich mir ganz gerne hier so mit ranstellen. So hier. So. Tack. Dann haben wir hier einen Hocker. Der kommt hier mit hin. Den drehen wir uns aber mal ein bisschen. So. So. Dahin. Und dann habe ich hier ein Nachttischchen. Schränkchen. Da drehen wir uns auch mal.
So hin. Na komm. Bis. Das ist doof wegen der Kante da unten, ne? Dann machen wir es halt so. Dass es nicht gar so auffällt. Gut, da kommt noch eine Kerze oben drauf. Für die Nachtruhe. Ah ne, warte mal. Die Kerze bräuchte ich eigentlich auf dem Tisch, ne? Stell mal die auf meinen Tisch. Hier so hin. So. So. Nun guck mal. Schaut doch schon heimelig aus. Das schaut doch schon mal recht heimelig aus. Okay, dann hole ich mir mal die Tür, weil ich glaube nicht, wir brauchen erstmal den, ups, wir brauchen erstmal den Schreiner. So, Garn, Lagerfeuer. Das brauchen wir nicht. Schilde, Keule, Magiewaffen, Rüstung, Werkbank, Bauhammer, Metallblock. Das ist alles nix. Das müssen wir als nächstes machen. Tische, Feuerstellen, Stühle. Da habe ich aber bloß den einen noch. Eine Bank haben wir noch nicht. Weil da könnte ich machen, brauche ich aber nicht. Lichtquellen haben wir geguckt. Tische. Was bist du? Ein kleiner Tisch, okay. Gut, Türen. Oh, ich kann doch andere machen. Da schau her. Ich kann die da machen. Zwei Metallschrott. Holzscheide habe ich genug. Ich würde schon ganz gerne die Tür machen. So, wo habe ich jetzt mal Metall? Ich möchte mal einmal was auf Anhieb finden. Das wäre nicht schlecht. Da nicht, oder? Hier. Den können wir teilen. Zwei waren es, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Nee, du kannst da unten wieder hin. So, lass mal gucken. Zack. Werkbank ist okay. Dann haben wir hier Türen. Die da. Die hätte ich gerne. Dankeschön. So, was haben wir denn noch hier für Kladderadatsch? Da können wir noch eine machen, okay. Ich meine, Holz habe ich genug. Ne? Wir könnten uns eigentlich hier so ein kleines Service herstellen. Ne? Komm, machen wir auch. Herstellen. Jetzt wird er gleich sagen, Rucksack voll. Herstellen. Herstellen. Was ist mit dir? Kein Slot im Rucksack. Okay. Gut. Das haben wir. Oh, die Zäune müsste ich auch machen. Okay. Gut. Wird auch langsam. Und es wird auch langsam hell. So, dann können wir uns hier so einen Humpen hinstellen. Mit dem Griff natürlich, ich bin Rechtshänder. Dann natürlich hier so hin. Zack. Das passt. Warum habe ich zwei? Dann hätten wir hier so ein Ömmel. Wollen wir den Ömmel haben? Wollen wir den Ömmel haben? Warte mal, ich nehme mal einrasten. Oh, ich hätte vielleicht mit der Lampe das Einrasten machen sollen. Okay. Ah, drehen jetzt nicht, oder was? Hallo? Aber nur schlagartig, okay. Okay. Wenn ich jetzt aus dem Einrasten wieder rausgehe, dann sackt er mir wieder rein. Ja. Ja, machen wir es halt so. Der schwebt doch. Wo rastet denn der bitte schön ein? Willst du mich jetzt veräppeln? Kann doch nicht wahr sein, oder? Warte mal, ich mach mal. Habe ich nicht einen Teller gemacht? Doch, hier. Drei Teller? Okay, drei Teller. Na gut, wir machen erstmal die Tür. So. Passt die überhaupt hier rein? Ja, ne? So. Sehr schön. Haben wir eine Tür? Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Doch ganz gut geworden. So. Ich bin aber überlegen, ob wir hier einen Zaun machen oder ob ich hier ein Mäuerchen mache. Ich würde fast vorschlagen, ein Mäuerchen, ne? Lass uns das mal mit dem Mäuerchen angucken. So, und ich bräuchte das hier, das passt.
Wenn man das jetzt hier so hinsetzt. Könnte das doch ganz gut ausschauen, oder? Machen wir erstmal eine Lage, dann gucken wir mal wegen der Höhe. Tack, tack. Und hier so rein. Tack. Mhm. Ja, da passt schon nochmal eine Lage drauf. So, so, so. Ach. So, 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 so. So und so, 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 so. Mhm. So, so, so. Jawohl. Jetzt bin ich in meinem Element. Das schaut ein bisschen komisch aus, ne? Und er geht. Der hat so oben so eine Abdeckplatte drauf. Das passt. Dann die hier gleich drauf. Was ist denn das hier? Hm? Warum schaust jetzt du so komisch aus? Okay. Was macht denn der hier wieder für einen Abschluss hin? Okay, damit kann ich leben. Und warum machst du jetzt hier nichts? In der Richtung? Kein Bock oder was? Nee, hat er keinen Bock. Ja gut, ne? Ist okay. Das ist okay. Mhm. Was kann ich eigentlich bei ihm noch alles so herstellen? Schmied, Schmied, Schmied. Holzfäller-Äxte. Da gibt es nur die eine, oder? Okay. Spitzhacke. Dietriche Schilde. Oh, der hat ein schöneres Schild. Könnte ich sogar. Nee, brauche ich 5 Metallplatten. Heieiei. Stachelkeule, 17 Schaden. 17 Schaden. Ist blöd, dass man das nicht vergleichen kann mit dem, was man gerade ausgerüstet hat. Das ist natürlich sehr blöd. Das ist blöd. Das ist ein 16 Schaden, okay. Jetzt nicht die Welt, ne? Aber er will ja eigentlich, dass ich das mache, ne? 17. Geht es hier noch weiter? Nee. Warte mal, Q. Hm. Das könnte man aufwerten. Wie viel hat denn der? Die Verbesserung eines Gegenstands schaltet neue Punkte frei. Okay, Verbesserung, Attributsbonus, Schnittschaden. 12 brauche ich dafür, okay. Jeder Perk kostet Runen. Sammle Runen, indem du Waffen und andere Ausrüstungen zerlegst. Okay. 14. 14. 14. Das Ding hat schon 17. 250. Das hat 16. Das könnte ich aber perken. Perken könnte ich das. Was brauche ich hier? 2x Nägel. Ich habe das einmal Nägel. Da müsste ich extra Nägel herstellen. Da brauche ich 4 Nägel. Derbes Schwert. Derbes Schwert. Die Metalldinger brauchen wir jetzt gerade nicht für Deko. Da möchte ich kein Metall verschwenden für. Nägel. Okay, einmal Metallschrott bringt uns 2 Nägel. Oh. Ja, ja, lecker leck. Ja, lach nur. Ich würde mal sagen, ich sortiere mal hier. Wir haben einmal Nägel. Okay. Metall brauche ich in der Form nicht, aber ich brauche das da. Dann brauchen wir die Nägel. Habe ich hier noch was zum Reinpacken? Nee. Okay. Ups. So. Kann ich hier noch irgendwas reinpacken? Nö, auch nicht. Doch, den Bogen brauche ich ja. Okay, nein. Da ist leer. Da. Q.
Guck mal, was können wir denn hier? Hab ich noch Stoff hier? Ich hab doch, glaube ich, Stoff, ne? So, Stoff kommt rüber. Was haben wir noch? Holz. Holzscheide brauche ich gerade nicht. Die packen wir mal wieder darüber. Metallschrott brauche ich. Wir könnten eigentlich hier auch die Pflanzenfasern reinpacken, oder? Machen wir mal. Machen wir mal das. Okay, Wachs. Komm, lass uns das auch mal hier mit reindödeln. Dass wir mal ein bisschen Platz im Inventar haben. Erde da nicht. Hier, die alten Bücher kann ich mal hier reinpacken. Die brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Felle kann ich eigentlich auch hier mit reindütschen. Okay, habe ich hier unten noch was? Da kann ich die Erde rüberpacken. Das ist okay. Da haben wir hier noch Teer rumfliegen. Hier kann ich mal die ganzen... warte mal, ich behalte die... Oder baue ich noch großartig was um? Nee. Dann packen wir mal uns das Zeug mal hier von der Seele. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier. Kann auch mit rüber. So. Jetzt geht's. Gut. Halt einmal zu viel gedrückt. So. Kann ich jetzt schon? Ach, bin ja falsch. So. Hier. Eumel. Der Eumel. So. Nägel 4. Warum habe ich die jetzt? Warum zeigt er mir die nicht an? Wir pinnen mal an, das ist einfacher. So, habe ich die nicht eingepackt, die Nägel? Nein. Habe ich nicht. Dann, jetzt aber. So, dann brauche ich die Holzscheite wieder. Die habe ich, glaube ich, hier oben rein. Packe ich jetzt doch mal hier rüber. So, Metallschrott. Metallschrott. Hatte ich noch irgendwo Metallschrott übrig? Hier habe ich zwei. Das müsste doch reichen, wenn... Ne. Das müsste doch reichen, wenn wir jetzt hier bei ihm dann die Nägel machen. So. Ja, ja. So, jetzt habe ich's. Jawohl, habe ich's. Einhändige Waffe. Wir nehmen uns hier das schöne Stück mit 17 Schaden, Stufe 5. Das nehmen wir und das... Aber so ein Schwert wäre schon schwer. Aber mir ist es eigentlich vollkommen wurscht. Ne? Ich würde sagen, das stellen wir uns mal her. So. Dann haben wir... Ach nee, kann ich jetzt nicht. Muss ich erst ausrüsten, oder? Ach, die kann ich gar nicht aufrüsten. Ha. Ja, ja. So, jetzt pass mal auf. Jetzt muss ich mal hier mal ganz schnell das mal umwuppen. Das da auf das da. 17 Schaden. Die hat schon 2 Schnittschaden. Ja, wir probieren jetzt einfach mal die Keule da aus und dann, ne, kicken wir mal weiter. So. Okay. Soweit, so gut. Tada. Trautes Heim, Glück allein. Lalala. So, dann kann ich doch jetzt hier das mal so machen. Hab ich da oben noch irgendwas Dekomäßiges? Nö, ne? Ich kann leider auch keine Waffen irgendwie so an die Wand hängen. Schade eigentlich. Schade. So. Dann unser Tellerchen. Hier so hin. Ich mach mal das aus. Einrasten wieder aus, aber dann schwebt er. Nee, da will er nicht. So. Schwebst du? Die schweben alle. Das war jetzt keine Absicht. Warum kann ich... Mal jetzt. Wir fangen nochmal an. Komm mal her. Hallo? So. So, das hört sich mal an, als wenn was kaputt geht. Jetzt nochmal den Tisch. Und zwar mit Einrasten. Das letzte Mal war es ja ohne Einrasten. Genau.
Dann setzen wir den hin. Jetzt müsste es eigentlich im Prinzip passen. Jetzt hat er, glaube ich, auf der richtigen Höhe eingerastet, oder? Oder? Alter! Ja gut, wenn man nicht genau hinschaut, ne, dann sieht man es jetzt nicht so wirklich. Aber doof ist schon. Das schwebt alles ein Stück zu hoch. Was soll denn das? Echt schade. Echt schade. So, hier für die Nacht. So. Jetzt weiß ich auch, wozu ich den großen Krug dann nehmen kann. Ne? Nachttopf. Der gute, gute alte Nachttopf. So. Man muss schon genau hinschauen. Dann, ne? So, dann machen wir hier noch ein. Wenn man die falsche Taste drückt, das ist natürlich doof, ne? So, dich kann ich ja drehen. So. Da schwebt es nicht, ne? Ja, da müssen wir die Dinger ohne einrasten quasi. Jetzt komme ich nicht an das Ding ran, ne? Hallo. Na komm. So, jetzt. Ach, das war klar. Ja, man muss Geduld haben. Man muss Geduld haben. So, sei nicht jetzt wurscht. Wir rasten jetzt nicht ein. Und dafür raste ich dann auch nicht aus. So, und jetzt stellen wir den mal hier so hin, dass er einigermaßen hier irgendwo passt. Hier. Zack. So. Und du kommst dann hier so hin. Zack. Das passt. Und dann hatte ich ja noch das, das Kerzchen. Das stellen wir uns dann hier so hin. So. Das sollte jetzt erstmal reichen. Den Rest packe ich jetzt mal in die Kisten rein. Und dann ist es okay. Hier, guck mal, wir haben hier auch eine leere Kiste. Die nehmen wir mal. Da kommt das ganze Deko-Gedöns mal rein. Den Hocker brauche ich jetzt auch mal nicht gerade. Dich brauche ich gerade nicht. Dich brauche ich nicht. Dich auch nicht. Und das Gerüst können wir auch erstmal wegpacken. Das ist in Ordnung. So. Und dann können wir hier mal... Ah ne, da bin ich falsch. Da bin ich falsch. Muss hier hin. So, packen wir uns mal die Waffe da rein. Okay. Gut. Soweit so gut. Soweit so gut. Da, 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 da. Ja. Das passt. Was ich jetzt noch brauche, wäre noch ein bisschen Miasma-Holz. Dass wir quasi, wie ich es jetzt hier gemacht habe, so einen Träger hier reinziehen können. Damit es ein bisschen, ne? Ich finde es schöner, als wenn es hier so einfach so aufeinander klatscht. Dazu müssen wir aber mal ein bisschen spazieren gehen. Und das machen wir jetzt. Na, wir haben jetzt Zeit. Wir haben Zeit, wir genießen ein bisschen die Aussicht. Wir gehen mal runter ins Miasma und holen uns da erstmal schön feine Sachen. Du musst bloß gucken, wo ich da am besten runterkomme. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir nicht einen Tunnel grabe bis da runter, aber das ist auch Blödsinn. Das würden wir, glaube ich, so in der Form nicht überleben. Da gehen wir jetzt mal hier. Und dann müsste es eigentlich klappen, wenn ich darüber husche. So. Und dann hier wie eine Berggams schön hier runter. Was bist denn du eigentlich? Hallo? Oh, ich wollte doch... Ja. Zu spät. Zu spät. So. Dum, 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 dum. Tadam, tadam, tadam. Und schon können wir hier ein bisschen Miasma-Holz farmen. Da ist auch noch einer. So. Zack. Du bist dahin.
viel Holz haben wir ja nicht, ne? Schaut auf jeden Fall hier nicht gesund aus. Warte mal, hier komme ich nicht hoch. Ah, jetzt komme ich da nicht hoch. Jetzt komme ich da nicht hoch, aber hier. So. Ja, diesen Elixierbrunnen müssen wir auch noch demnächst machen. Da mache ich dann aber, wie gesagt, einfach mal eine Abenteuerfolge. Und jetzt sind wir ja mehr oder weniger in der Bauphase. Und das ist auch soweit okay. So, 7 Minuten, dann 3 Minuten 50. Also. Das ist schön. Nehme ich den noch mit? Ja. Weil, was wir haben, haben wir. Und haben ist immer noch besser als brauchen. Und deswegen schlagen wir hier mal ganz erbarmungslos zu. So. Jodi, dodi, do. Da ist noch was. Zack. Dann könnte ich hier noch mal ein bisschen Miasma-Flüssigkeit mitnehmen, wenn ich schon da bin. So, dankeschön. Zack. Zack. Und dann da noch einer. Zack. So. Passt. 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 Das. So, das haben wir. Dann muss ich noch das Holz hier unten einsammeln. Wenn ich es wieder finde. Nee. Ich finde es gerade nicht wieder. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Das ist natürlich ärgerlich. Mich hier raus? Ah, guck mal, ich kann hier Luft holen. Quasi. Das ist natürlich perfekt. Perfekt. Na gut, nicht so schnell, Junge. Nicht so schnell. So. Plündern. Du bist doch hier runtergerollt. Plündern. Das passt. Tum, tadam, tadam. Da können wir doch den auch noch mitnehmen, oder? Ah, Mist. Ja, und da unten, da muss ich hin. Da muss ich hin. Da muss ich mir aber noch eine kleine Taktik überlegen, weil das letzte Mal war ich da nämlich schon und bin sowas von vermöbelt worden. Was bist denn du da unten? Was bewegt sich da unten? Ich glaube, nur Nebel und Schatten. Okay. Gut, ich würde sagen, wir packen unsere 7 Sachen und... Moment mal. Moment. Mache ich es mit Magie? Komm. Ja, die haben aber nichts Besonderes dabei. Ja. Ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Okay, Rune nehmen wir natürlich mit. Gibt es hier irgendwas Besonderes, außer hier so ein Kasper? Da wird aber die Zeit knapp. Weiß aber, wie hält denn das aus? Was war jetzt da drin? Stofffetzen. Aua! Habt ihr das gesehen? Wo ist er? Oh, der Knüppel ist aber nicht schlecht, du. Der Knüppel ist aber nicht schlecht. Hat er durch die Lücke da geschossen? Gestochen. So, ich muss jetzt erstmal hier weg. Oh oh. Komm hier, ich muss irgendwo hier hoch. Am besten hüpfend. Ja, wir schaffen's.
Schaut gut aus. Schaut gut aus. Der schaut gut aus. So, puh. Okay. Oh, da war ein riesen Feuersteinvorkommen. Sehr schön. So, komme ich so hoch? Ja, komme ich. Heidewitzka! So. Mann, 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 Mann. Da erlebst du was. Da erlebst du was. So, ich muss jetzt erstmal hier noch ein paar Blöcke machen. Und dann können wir das dann nämlich abschließen. Zack. So, wo sind sie? Miasma-Block, hier. Okay, das war jetzt nicht mehr 400 Blöcke. Das ist okay. Das ist okay. Na, hier. Diesen hier, mein Freund. Gut, und dann können wir eigentlich, warte mal, Miasma-Block habe ich ausgewählt, gut. Wie habe ich es da drüben gemacht? Da habe ich hier. Da habe ich es hier so gemacht. Okay. So. So. Bevor ich zu weit laufen muss, machen wir das lieber hier so hin. So hin. So hin. So hin. Und so hin. Ja, ich sag ja, wenn man ein bisschen eine Zeit lang hier so baut und bastelt, dann hat man es langsam im Gefühl, wie das klappt. So. Und wir haben ja noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, alle Materialien. Na? Das haben wir ja nicht. Ups. Tö. Na, das schaut doch gleich viel besser aus. So, und dann machen wir das nämlich hier und 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 hier. So. Dann schaut es einheitlich aus. Jawohl. Die Kanten lasse ich. Ja, hier ist mir jetzt gerade was weggerutscht, ne? Ah, ich habe aber auch jetzt nichts anderes da, Kinders. Wollen wir mal stopfen wir die Lücke rein. So, so jetzt. So. Mhm. Ja, gefällt mir eindeutig besser. Viel, viel besser. Ja, schon. Was mir nicht so gefällt, ist, dass man hier keine vernünftigen Fensterbänke hinmachen kann. Weil selbst mit den Blöcken schaut es echt irgendwie so, weiß ich nicht, schon übel aus. Schaut halt riesig aus, finde ich. Aber es gibt dem Ganzen noch ein Stück weit Charakter, ne? Wenn man das so macht. So. Es gibt dem Ganzen einen gewissen Charakter. Komm. Und Charakter ist immer schön. Deswegen setzen wir uns das mal hin. Vielleicht machen wir irgendwann mal Blümchen drauf. Keine Ahnung. Ja, komm. Schaut aus wie Blumenkästen. Das passt. Das passt soweit. Mhm. Beides. Ne, hier hat es nicht gut ausgeschaut, ne? Nee. Hier hat es nicht gut ausgeschaut. Hier lassen wir es weg. Schon beachtlich jetzt. Kein Vergleich zu der Hütte da drüben, ne? Okay, jetzt trinke ich mal einen Schluck Kaffee, weil sonst wird der mir nämlich hier doch zu kalt. Mhm. Ich hätte jetzt gerne noch so ein Tierfell da unten. Aber da brauchen wir, glaube ich, die Schneiderin dafür. Mhm. Apropos, wir können mal gucken, wen wir als nächstes holen. Oder muss ich jetzt unbedingt dieses Elixier-Dingsbums-Gedöns lösen? Lass mal gucken. Wie nehmen wir denn hier? Schmiede, Waffen oder Rüstung? Den haben wir doch geholt. Der ist doch weg. Den haben wir doch
hier abgehakt. Schreiende Flamme, okay. Brückenbaubericht. Liebesbrief. Der Elixierbrunnen. Die Glutwacht. Habe ich nicht irgendwie noch... Nicht entdeckter Überlebende. Okay. Da, 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 da. Wir können... Was ist denn das hier eigentlich? Südliches Karawanenlager. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen weiter weg, ne? Okay, was haben wir denn noch? Komme ich hier nicht weiter? Erbauer und die Flamme. Adel und Geschichte. Allgemein. Das sind die ganzen Geschichten, oder? Glutwach, Schlafen, Essen, Ausruhen, Sprengstoff, Brückenbaubericht. Hm. Das ist jetzt nicht so das, was ich gedacht habe, ne? Das ist jetzt hier, was ist Erbauer und die Flamme? Adel und Geschichte. Sauflied, Liebesbrief an Königin Jasmina. Diese Seite wurde noch nicht entdeckt. Okay. Ich sage ja, wir müssen. Wir müssen. Ihn haben wir. Finde ihn, um das Handwerksrepertoire in deiner Basis zu erweitern. Ich würde sie ja gerne finden, aber wo muss ich ihn da suchen? Oder muss ich jetzt echt diesen blöden Elixierbrunnen da erschöpfend schröpfen? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen bauen hier. Ich würde sagen, wir bauen noch ein bisschen, oder? Bevor ich mich da jetzt... Dann machen wir lieber die nächste Folge dann irgendwie. Oder ich weiß nicht. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare an die Leute, die jetzt hier bei mir Enshrouded schauen, ob ihr diese Abenteuer miterleben wollt oder ob ihr eher spezialisiert sein wollt mit irgendwie sowas hier. Schönbau. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ne? Ansonsten würde ich das nämlich so nebenbei für mich ein bisschen machen. Bei mir geht es ja hauptsächlich um Schönbau. Ne? So, ich habe ja doch noch Stein gehabt, oder? Weil ich würde hier so ganz gerne so einen kleinen Platz machen. Wo hatte ich das? Wo habe ich das? Da. Da. Da haben wir es. Da haben wir es. Da würde ich allerdings erst sagen, wir reißen das hier quasi ab alles. Das brauchen wir alles nicht mehr. War da drin noch irgendwas Lebenswichtiges? Nö. Das kann alles komplett weg, bis auf die Fenster, die sack ich mal ein. So. 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 Kann man immer gebrauchen, Fenster. So. Diesen hier. Wunderbar. Gut, okay. Okay, ich muss hier Platz schaffen für den Platz. Das bedeutet, Bauhämmerchen raus. Aktivieren. Wir werden uns hier mal eindecken. Und dann kann ich ja hier entfernen. So. Okay. Das ist okay. Okay, das wird ein bisschen was Größeres werden hier, oder? Kann das sein? Warum kann ich das hier nicht entfernen? Muss ich da jetzt diesen hier machen? Diesen Move? Spiel? Wo bist denn du? Kann ich dich nicht? Nee. Kann ich nicht. Dann müssen wir es wieder per Hand machen. Ich möchte bloß ungern, dass das hier jetzt hier begraben wird und... Ne? Das ist ja alles Material, was wir brauchen. So. Hier komme ich auch nicht. Das muss auch alles weg. Das muss alles weg. Das haben wir ja alles mal schön säuberlich weg. Jetzt
kann ich ja damit Erde auffüllen. Die Dinge, die man dann noch sieht. Das ist jetzt nicht so wild. Ja. Hauen wir das alles mal schön beiseite. So, das müsste eigentlich schon reichen. Ja. Okay. Und dann können wir eigentlich hergehen und können sagen, wir machen hier Grundsteinlegung. Diesen hier allerdings bitteschön mit Stein. So. Tack. Chakalaka. Und. Ne. So. So. Jetzt haben wir hier ein schönes kleines Plätzchen für unser Ding gebaut. Das ist doch feini. Dann können wir hier dann. Ja, das mache ich aber ohne euch. Na, da reißen wir dann hier die Hütte ab. Na. So, jetzt will ich für meine Flamme auch ein bisschen, dass es hier ansehnlicher ausschaut. Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir an Fundamenten machen können. Ich würd sagen, da kommen wir um das hier nicht so rum, ne? Dass es gut ausschaut. Machen wir das so? Meint es aus Holz? Nee, glaube ich nichts. Ja, das Holz. Nee. Holz ist da, glaube ich, die falsche Wahl. Ne. So. 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 Warte mal, dann kommst du nochmal weg. Dann muss ich den nochmal besser hinsetzen. So nämlich. So, oder? So und dann so. Mhm. Und einen auf diesen hier. So. Nee. Mensch. Einmal daneben geklickt. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Da bin ich so schneller. Zack, 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 zack. So. Mhm. Da schaut schon eher nach Hause aus. Die Frage, wie wir das jetzt hier noch schön hinbekommen. Ne? Ich würde fast sagen, wir nehmen uns mal das da und machen das hier einfach mal so innen. Machen wir es innen oder außen? Machen wir es innen. So. Kann ruhig erstmal ein bisschen primitiver wirken, aber das schaut schon nicht schlecht aus. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Dann haben wir hier diese Verstrebungen. Zack, 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 zack. Mhm. Zack, 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 zack. Ah, ich fühle mich total in meinen Minecraft-Zeiten. Zurückversetzt. Herrlich. Herrlich. So, wie ist denn das, wenn man jetzt hier so ein Ding ömmelt? Dann kriegt man sowas. Das ist doch auch nicht schlecht. Guck mal. Das hat doch was. Das hat was. Nordisch rustikal. So. 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 Sehr schön. So. So, unser Dorf soll schöner werden. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Jetzt würde ich natürlich ganz gerne da oben auch noch irgendwas hinsetzen. Was ist denn, wenn wir das hier nochmal? Nee. Das schaut nie gut aus. Aber ich könnte doch hier eins draufsetzen. Dann schaut es so aus, als wenn es da durchgeht. Mhm. Hier so. Ja. Zack. Zack. Gott, ich bin in meinem Element. Nordisch. Yep. Komm her. Jetzt. Schaut's pfundig aus. Mäh, schaut es pfundig aus. Nee. Nee, 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 nee. Das lassen wir schon. Schön so. So. Jetzt müsste ich eigentlich. Eigentlich brauche ich jetzt ein Gerüst, ne?
Eigentlich brauche ich jetzt ein Gerüst, dass ich da oben hinkomme. Und dazu müsst ihr erstmal wissen, was für ein Dach ich mache. Mache ich auch so ein Schindeldach? Ja, ne? Machen wir so ein Schindeldach hin? Ja. Wo habe ich das überhaupt gehabt? Erstmal grober. Ich pack mal alles hier querbeet. Grober Feuersteinblock. Das ist aber nicht das, was wir brauchen, oder? Lass mal gucken. Hier, das brauche ich. Nee, das. Steinziegeldachblock. Warum habe ich da keine mehr? Brauchen wir wieder Feuerstein ohne Ende. Ja, ich kümmere mich ja schon. Irgendwann. Mensch, nerv nicht. Was haben wir hier drin? Habe ich es da rein? Da ist schon mal mein Gerüst. Okay. Okay. Nee. Mehr Kisten. Da wusste ich doch, ich habe doch noch. So, jetzt aber. So, erstmal das Gerüst. Nein. Hier, das. Okay, das habe ich da unten liegen, das passt. Dann können wir das eigentlich gleich mal hier hin mit. Obwohl, die sind eigentlich wurscht, die können auch da oben hin. Ach, ist doch egal. Ist doch jetzt egal. So. Diesen hier. Dann machen wir hier den Drehkuss. Und jetzt lässt er mich dann so nicht drauf. Deswegen muss ich 1, 2. Ich probiere es mal so. Ich probiere es einfach mal so. Ob ich von hier aus irgendwie was reißen kann. Ich glaube schon. So, Bauhämmerchen. So. Da haben wir ihn. Dächer. Da würde ich aber eher die kleinen nehmen wollen. Und ich würde das Ganze mal gerne mal mit dem hier probieren. Wenn man das nämlich so dreht. So. Ja, huhuhuhu. Das ist die Frage. Warte mal, hier bin ich. Warte mal, ich mache mal Einrasten ein. So. Ich müsste jetzt hier irgendwie ein bisschen. Bisschen nur Luft. Ne, kriege ich nicht. Spiel gibt mir keine Luft. Du siehst halt von hier oben. Ich will mal was probieren. Abreißen können wir ja immer noch. Halt. So. Ob das so hinhaut. Das hätte ja auch irgendwie seinen Reiz, ne? Drehen. Ah, da war ich schon. Das müsste. Hallo? Hilfe! ich schaue es mir mal von oben an. Das da oben gefällt mir halt so gar nicht, ne? Das hier. Das schaut ein bisschen blöd aus. Kriege ich das weg? Bekomme ich sowas weg? Wenn ich es einzeln jetzt mal hier so. Ja, ne? Ja, okay. Why not? Irgendwo muss der Rauch ja hin. Jetzt hoffe ich nur, dass es. Ja, passt. Einwandfrei. So gefällt mir das schon besser. Das ist gut. Schon haben wir hier das in die richtige Richtung gekriegt. Das gefällt mir. Ja.
Wie viele Blöcke habe ich an 312? Wie ist denn das, wenn wir das hier doppelt machen? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Hier so. Schaut es besser aus? Ja, ne? Obwohl, wir kommen hier gerade so knapp drunter, ne? Da hauen wir uns doch die... Da hauen wir uns doch einen Ommel an, da. Aber... Ich finde es schon nicht schlecht. Schade, dass wir jetzt hier nicht so ein bisschen schräger kriegen. Aber gut. Das hat da auch noch was. Das, glaube ich, gefällt mir besser. Das gefällt mir besser. Das bedeutet doch... Wie viel habe ich denn da drüben? Zwei, ne? Eins, zwei. Ja. Dann machen wir hier eins, zwei. Zack, zack. Und dann müsste ich hier wieder zwei haben. Also kommt das hier auch noch weg. Dann machen wir hier noch einen hin. Dann machen wir hier noch einen. Machen wir hier noch einen hin. Das schaut gut aus. Halt. Quatsch. Zack. 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 Sehr schön. Sehr schön. Warum hängt denn das hier eigentlich raus? Und da überall hängt nichts raus. Kann mir das mal einer erklären? Kriegen wir das weg? Ja, ne? Dann ist halt jetzt so. Zack. 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 Und damit es irgendwie ein bisschen einheitlich ausschaut. Nee. Nee. Weiß nicht. Ich möchte doch nicht zu viel machen, ne? Nee, komm, wir lassen das. Das passt schon so. Das passt mir ganz gut hier. Das passt mir ganz gut. Ja. Das gefällt mir nicht ganz. Kriege ich das mit ein bisschen zukaschiert? Das ist halt mehr oder weniger dann der Haupteingang. Ja, jetzt schaut es schon besser aus. Jetzt schaut es schon besser aus. Das ist dann der Eingang. Zack. Zack. Kann man das eigentlich rausnehmen? Ne? Machen wir lieber hier. Zack, zack. Raus. 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 Und raus. Und raus. So. Mhm. Das ist auch noch weg. Okay. Tada. Schau mal. Schau mal. Schaut doch gleich ganz anders aus. Das schaut doch schon mal gleich ganz anders aus. Das passt. Das passt wunderbar. Gut, Kinders. Dann würde ich sagen, hätte man das eigentlich auch schon wieder geschafft, ne? Kriege ich hier eine gute Perspektive? Ja, so vielleicht noch. So vielleicht. Ja, machen wir so. Machen wir so. So. Dann blende ich mal die Hoodie weg. Ne? Ja. Das ist okay. Das ist okay. So, dann wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderschönen restlichen Donnerstagabend. Warte mal, das schaut noch nicht gut aus. So. So. Einen wunderschönen restlichen Donnerstagabend. Wir sehen uns dann am Samstag mit einer neuen Folge Foundation wieder und am Sonntag. Ja, ne, und ich lasse mir in der Zwischenzeit mal ein bisschen was hier einfallen. Hau mal die alte Hütte da an der Seite weg und schau, dass wir uns hier mal ein schönes kleines Dörflein aufbauen. Ne? Also gut, Kinders, ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.